Deutsch lernen. Schritt für Schritt. Hallihallo. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang Personalpronomen, aber in Akkusativ. Masih ingat apa itu Akkusativ? Jika kalian lupa, silahkan melihat video yang ada di channel ini untuk penjelasan tentang kasus Akkusativ. Eigentlich, was ist Personalpronomen im Akkusativ? Personalpronomen sudah kita pelajari sebelumnya, tapi dalam kasus nominatif. Maka, yang seperti apa Personalpronomen im Akkusativ? Langsung saja kita lihat. Dalam nominatif kita mengenal Personalpronomen ich. Dalam akkusativ, mich. Untuk du, im akkusativ, dich. Im nominativ, im akkusativ, ihn. Sie, im nominativ, aber im akkusativ, bleibt sie. Es im nominativ, im akkusativ, auch es. Wir im nominativ, im akkusativ, uns. Im nominativ, wir kennen ihr, im akkusativ, euch. Sie im Nominativ, im Akkusativ auch sie. Und sie klein, ini untuk kata mereka im Nominativ. Wir haben auch sie im Akkusativ. Und bagaimana Personalpronomen penggunaannya dalam kasus Akkusativ? Zum Beispiel. Mich. Stefan sagt, hallo Sandra, kennst du mich noch? Di sini du sebagai pelaku dan Stefan bertanya pada Sandra apakah Sandra masih mengenali dirinya. Kennst du mich noch? Dich. Sandra sagt, hallo Stefan, ich habe dich lange nicht getroffen. Ihn, Stefan sagt, wie geht's Paul? Erinnerst du ihn noch? Kita dapat lihat kata ihn di sini mengacu pada Paul. Sie. Sandra sagt, Paul? Ich weiß nicht. Seine Schwester ist Paula. Ich habe sie gestern getroffen. Sie mengacu pada kata Paula. Stefan sagt, kann ich deine Handynummer haben? Aber... Wo ist mein Handy? Wo lege ich es? Es di sana mengacu pada kata Handy. Uns. Sandra sagt, ach du, vergesslich. Wie ist dann deine Nummer? Wann treffen wir uns wieder? Kita dapat lihat uns di sini mengacu pada kata wir. Wir treffen uns. Wann treffen wir uns wieder? Kapan kita bertemu lagi? Siapa pelakunya? Kita. Siapa yang akan bertemu? Ya kita. Tapi di sana kita sebagai pelaku dan juga sebagai objek. Maka yang sebagai objek adalah kasus akkusativ uns. Euch. Stefan sagt. Am Samstag habe ich frei. Können Paul und Paula auch mitkommen? Das wäre schön, euch wieder zu treffen.
Stefan mengatakan pada Sandra bahwa dia sangat senang bertemu dengan Paul und Paula. Und auch Sandra natürlich. Sie. Sandra sagt nicht mehr zu Stefan, sondern zu Frau Maria. Entschuldigung, Frau Maria, er war mein Kollege. Ich begleite Sie jetzt zum Kaffee. Sie. Frau Maria sagt, du hast nette Kollegen. Du hast netten Kollegen. Du vermisst sicher deine Freunde. Sandra sagt, ach genau, ich vermisse sie sehr. So ist das, die Beispiele. Und jetzt sehen wir dann in einem Dialog. Kalau tadi kalimatnya sudah muncul satu persatu, maka kita lihat sekarang dalam sebuah dialog secara utuh. Kalimat Stefan, hallo Sandra, kennst du mich noch? Sandra, hallo Stefan, ich habe dich lange nicht getroffen. Stefan yang bertanya, apakah kamu masih mengenal saya? Lalu Sandra bilang, ya, saya sudah lama tidak bertemu dengan kamu. Stefan bertanya tentang kabar Paul. Maka dia mengubah personal pronomennya menjadi in. Ini adalah kalimat Sandra. Seine Schwester ist Paula. Lalu Sandra mau mengacu pada seine Schwester, maka Paula diganti dengan kata sie. Und auch Handy diganti dengan kata es. Und auch wir uns. Euch. Dan ini adalah dialog antara Sandra dan Frau Maria. Tentu saja kita menggunakan sie, Gruß. Ini adalah mengacu pada Freunde. Ich vermisse sie sehr. So ist das. Personal pronomen im Akkusativ ist noch nicht so schwierig. Tidak terlalu sulit kalau kita sudah memahami secara dasar apa itu akkusativ. Hanya tinggal ditambahkan personal pronomen adalah kata ganti orang. Maka setiap kali orang tersebut sebagai objek, kita gunakan kasus akkusativ. Dan kita gunakan kata ganti orang ya, bukan lagi ish, melainkan mich. Bukan lagi do, melainkan dish. Sampai pada bukan lagi wir, melainkan uns. So ist das. So, das wär's. Semoga video ini bermanfaat ya. Semangat terus dalam belajar bahasa Jerman. Jangan lupa like, subscribe, share, dan berikan komentar kalian untuk video ini. Dankeschön.